Herr Oberbürgermeister, die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Schon zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie die Akteure des Wohnungsmarktes zu einer Konferenz eingeladen. Diese Woche ist ein zweiter wichtiger Schritt geschehen. Die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft wurde weiterentwickelt. Was hat es damit auf sich? Ja, der Ausgangspunkt ist ja, dass wir wissen, wir brauchen mehr Wohnungen. Wir brauchen ungefähr 2000 Wohnungen neu gebaut pro Jahr. Und da kommen wir nicht jedes Jahr ran, sondern wir brauchen noch eine Schippe drauf sozusagen, damit mehr Wohnungen entstehen. Und dann ist es vor allen Dingen wichtig zu sagen, die Stadt selber muss aktiver in dem Wohnungsmarkt mit eigenem Wohnungsbau sichtbar sein, erlebbar sein, damit wir überhaupt dieses Ziel erreichen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gründen jetzt eine Gesellschaft innerhalb der Stadt. Und das ist die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft, die es schon gab, die wir aber dafür nutzen, um sie entsprechend handlungsfähig zu machen, legen dann dort städtische Grundstücke ein. Das ist der Vorteil dieser Gesellschaft. Dann kann sie darauf günstiger selber bauen. Und so entstehen in den nächsten Jahren mindestens 800 Wohnungen mit weiteren Perspektiven zu Mietpreisen, die man sich dann auch noch leisten kann. Und das ist wichtig für Dortmund, denn diese Stadt muss bezahlbar bleiben. Und eine Konkurrenz zur bestehenden Wohnungsbaugesellschaft DOGEWO entsteht da nicht? Nein, weil wir noch genug Potenzial haben und genug Bedarf haben an neuen Wohnungen. Und die DOGEWO ja auch festgestellt hat, in ihrem Marktsegment ist es eigentlich auch schwierig, neue Wohnungen zu bauen, sondern sie haben einen großen Bestand in Dortmund, der muss weiter auch modernisiert werden und mit den Mietern weiterentwickelt werden. Das machen die auch hervorragend, das soll auch so bleiben. Und da ist dann die DSG eine Ergänzung der städtischen Aktivitäten. Übrigens auch mit den anderen Wohnungsbaugesellschaften so besprochen, weil auch die sagen, wir tun unseren Teil, wenn ihr euren Teil noch dazu tut, dann haben wir in Summe genau das Ziel erreicht. Was sieht denn der erste Businessplan vor? Bis wann haben Sie jetzt kalkuliert? Also der Plan geht bis 2027 und dann natürlich weiter, aber der Businessplan soll erstmal nur zeigen, das ist eine tragfähige Gesellschaft und wird dann in der Zeit ja um die 850 neue Wohnungen bauen plus weitere Wohnungen, die schon existieren, die wir da auch einlegen. Weil die Gesellschaft auch vom ersten Tag an handlungsfähig sein muss, wirtschaftlich aktiv sein muss, eigenes Vermögen haben muss, damit sie nicht aus dem städtischen Haushalt noch Geld benötigt. Und das funktioniert und das haben wir im Verwaltungsvorschau auf den Weg gebracht und wird dann den Rat im Juni auch nochmal erreichen. Der Rat wird dann also im Juni darüber entscheiden und sich damit befassen. Genau, das ist so der Plan. Beim Wohnen spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Nachhaltigkeit ist aber ein wesentlich größeres Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz ziemlich harsch gerügt. Sagen wir mal so, das ist das eine, das große nationale Thema, aber lokal muss man auch was tun. Sie haben diese Woche 4 Punkte angekündigt, 4 Kernpunkte genannt, was wir in Dortmund tun wollen. Genau, denn Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt nochmal einen Anstoß darüber, zu sagen, wir müssen nochmal auch hier mehr Kraft entwickeln, auch hier eine Schippe drauflegen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wird ja sehr viel darüber diskutiert, wir ziehen jetzt das Ziel vor, wir werden früher klimaneutral. Das kann man alles tun, aber damit ist ja noch nichts erreicht, sondern es kommt ja auf das konkrete Handeln an. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen ein Sofortprogramm Klima. Und sofort meint in diesem Sinne, dass wir etwas tun, was ganz konkret durch unser Handeln für Dortmund CO2-Ausstoß reduzieren kann. Und das habe ich mit den Beteiligungsunternehmen der Kommunalwirtschaft besprochen, Sparkasse, DEW, DSW, EDG, und gefragt, welche Möglichkeiten haben wir jetzt konkret was zu tun. Und dann sind wir im Kern auf diese 4 Punkte gekommen, auf die wir uns jetzt verständigt haben. Das eine ist, dass wir einen eigenen Dortmund-Fonds einrichten wollen, mit dem wir dann auch Kapital mobilisieren wollen für Investitionen in neue technologische Lösungen, ob das Elektromobilität ist, Fahrradförderung für Beschäftigte und vieles mehr. Als zweites haben wir gesagt, wir haben ein Nachhaltigkeitsnetzwerk zwischen diesen Unternehmen, wo die unterschiedlichen Fähigkeiten nochmal zusammengebracht werden, um mehr zu leisten. Das dritte ist, wir sind sehr gut im Ausbau von Wärmenetzen, also das Versorgen von Wohnungen, da sind wir wieder bei dem Thema, mit klimaneutraler Wärme. Das wollen wir ganz gezielt ausbauen über die gesamte Stadt am Ende. Also dafür auch Angebote zu entwickeln, weil überall geht es technisch nicht in der gleichen Form wie in der Innenstadt. Da braucht man ein paar weitere Überlegungen zu, aber das Angebot zumindest ist wichtig. Und das vierte ist, dass wir unsere Dächer, insbesondere an den öffentlichen Gebäuden, jetzt wirklich systematisch und intensiv nutzen wollen für Photovoltaik, als auch für das Aufstellen von 5G-Sendemasten, weil das ist ja das nächste Thema. Und das kann man auf den Dächern wunderbar kombinieren. Und so kommen wir dann auch tatsächlich in die Situation, es uns wirtschaftlich
gut leisten zu können und zu organisieren, dass wir Photovoltaik wirklich systematisch ausbauen. Das sind die vier Kernpunkte. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir tatsächlich unseren eigenen Beitrag dazu geleistet, CO2 in dieser Stadt durch Wärme- und Stromeinsparungen drastisch zu reduzieren. Das ist das Ziel. Gibt es schon einen Zeitplan, zum Beispiel für den Ökofonds? Da können sich ja auch Bürger und Bürgerinnen dran beteiligen. Ja, wir werden jetzt die nächsten Wochen nutzen, um das zu konkretisieren. Und noch vor der Sommerpause werden wir das nochmal verdeutlichen und konkreter machen. Und dann kommt auch der Zeitplan, bis wann, wo das möglich ist, sich zu beteiligen. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.